Manege frei für das 13. Güstrower Zirkusfest hieß es ab Donnerstag in der Balerstadt. Bis zum 1. Mai bot Zirkus Humberto ein umfangreiches Programm, das Groß und Klein, Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeisterte. 1992 gründete Joschi Ortmann mit seinem Schwiegervater den Raubtierzirkus Humberto, der 2011 in seinen heutigen Namen Original Zirkus Humberto umbenannt wurde. Mit anderen Worten, das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und hatte zu diesem Anlass sein Bemühen um erfolgreiche Gastspiele noch einmal intensiviert. Eine Besonderheit in Güstrow ist dabei immer, dass Mario Kohlhagen als Moderator in der Manege auftritt. Und auch dieses Mal eröffnete er die Veranstaltung mit seinem inzwischen bekannten Erkennungslied. Dann ging es Schlag auf Schlag. Mit neuen und spektakulären Darbietungen eroberten die Zirkusleute schnell die Herzen der Zuschauer. Da dirigierte Joschi Ortmann souverän den Viererzug mit Mecklenburger Rappen, bot Miss Daniela temperamentvolle Reifenakrobatik oder hatte Roberto Ortmann alle Mühe, seine 10 Teller am Drehen zu halten. Scherben gab es da allerdings auch. Ein besonderes Highlight stellten die Auftritte eines Akrobatikpaars aus Litauen dar, das dem Publikum sein Können mit einer gehörigen Portion Spaß servierte. Und das von einem mutigen Güstrow unterstützt wurde. Die Eröffnungsvorstellung am Donnerstag war Mitgliedern und Mietern der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow, Parchim und Umgebung vorbehalten. Vom 1. Güstrower Zirkusfest 1993 an unterstützt die Genossenschaft auf diese Weise die Zirkusleute und hat dabei auch die Wünsche und Interessen der Mitglieder im Fokus. Na, zum einen, wir haben uns das ja auf die Fahnen geschrieben, ein Zuhause für alle Generationen zu sein. Das heißt, wir wollen Jung und Alt aus unserem Bestand zusammenkriegen, unter einem Zirkuszelt sozusagen. Und das ist auch Teil unserer Wohndividende, die wir anstreben. Das ist ja nicht nur die Buchlesung, sondern eben auch das Zirkusfest, was wir eben alle 2 Jahre durchführen hier im Zirkus Humberto. Und ja, man sieht es, das Zelt ist fast voll, also das war wieder ein Erfolg für uns. Neben den regulären Vorstellungen hatten sich Organisator Mario Kohlhagen und die Zirkusleute allerhand einfallen lassen, um das Fest für ein breites Publikum erlebbar zu machen. So besuchten die Künstler am Freitag die Schüler der Förderschule am Wasserturm in Bützow. Am Sonnabendvormittag traten die Zirkusleute beim Frühlingsfest des Hagebaumarktes auf und am Samstagabend gab es eine besondere Attraktion. Unter dem Titel Zirkus meets Fashion erlebten die Besucher des Chapiteaus eine rauschende Modenacht. Models präsentierten aktuelle Mode der Güstrower Geschäfte Das gewisse Etwas und Schockhaus, eingebettet in zirzensische Darbietungen. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte wieder die AWG, die mit Dagmar Frederik den Stargast des Abends präsentierte. Am 1. Mai hatte Humberto vor allem an Familien gedacht. Den ganzen Tag öffnete der Zirkus seine Türen, bot Tierschauen an und machte die Kinder mit 10 Hüpfbogen glücklich. Einen Vorgeschmack darauf gab es bereits in der Pause der Donnerstagvorstellung. Tiere, die eben noch in der Manege aufgetreten waren, konnten gestreichelt und bestaunt werden. Und die Kinder entdeckten schnell die Hüpfburg. Welche Darbietungen fanden die Besucher denn besonders gelungen? Ja, ganz gut. Neue Sachen mit bei, die man noch nicht kennt, so wie die beiden Clowns. Doch, das mit dem Feuer war auch schön. Und was hat Ihnen am besten gefallen? Feuershow. Das fand ich toll. Die war gut. Ja, mir hat es ganz gut gefallen. Besonders hier die beiden Clowns. War sehr lustig und ja, freue mich auf die nächste Hälfte. Im Durchschnitt alles. Also bei mir hat am allerbesten gefallen die Kamele, dass man da jetzt auch rauf darf und ja, dass man auch gute Sitzplätze hat. Ja, das war's auch schon. Und mir hat das gefallen mit der Frau und diese Reifen da. Das war auch cool und dann auch das mit dem Feuer und den Tellern und so. 5 ereignisreiche Humberto-Tage gingen am Montag in der Balachstadt zu Ende. Herzlich fiel der Abschied mit der Gewissheit aus, dass es in 2 Jahren ein Wiedersehen zum 14. Güstrower Zirkusfest gibt.